So. Ja, was ich mit OBS festgestellt habe, der braucht immer so ein paar Sekunden, bis der anspringt mit der Aufzeichnung. Deswegen hatte ich so teilweise, wo ich dann zwischen den Bildschirmen hin und her geschaltet habe, dass da mal grau war am Anfang. Naja, nichtsdestotrotz, Remote Kill Switch. I would like to have a remote kill switch for autonomous systems, robots. This is in case of failure of the autonomous system. Also autonomous. Of course, such a switch would not be needed if we always designed the system correctly. We should make this. I will create the transmitter and you will create the receiver. G. Unser Boss. Okay, also er will einen Kill-Switch für die Roboter. So. Was haben wir hier? So, Radio RX ist ein Non-Blocking-X-Impulse connected to a Radio Receiver. So, Non-Blocking haben wir gelernt, dass wir die immer auslesen müssen. Es spart Strom, wenn wir den immer direkt auslesen und nicht keinen Sleep auf dem machen. So, Power 1, 0, Power 1, die beiden. Und Power 2. A simple output connected to high power switches that control industrial equipment. When a data packet is received over the radio, read it and execute the corresponding command in the following table. Minus 1, do nothing. Also, nix. Minus 1 heißt einfach weiter. 0 heißt Power off. Read another value and turn off that output. Also bei 0 müssen wir noch einen Wert lesen und dann einen bestimmten abstellen. Power on. Read another value and turn on that output. Gibt es keinen alle? Auch hier. Turn off all power outputs when 5 or more time units have elapsed without receiving a data packet. Okay, also wenn wir 5 mal kein Minus 1 kriegen, dann schalt alle ab. 5 Runden. Also müssen wir so immer lesen. So. Und hier machen wir natürlich, wie wir das immer machen. Flop. Schick. Symmetrisch anordnen. Der müsste hier oben hin, damit der genau durch kann. Der könnte hier hin. Zack. Ist das nicht hübsch? Wenn es denn nur klappt. So, Movix in Account. Das müssen wir sowieso. Dass wir den lesen können. So, jetzt haben wir drei Werte. Wir haben 1, 0 und minus 1. So. Überlegen, ob die 999 direkt rausfilter. Wenn wir jetzt sagen, ist kleiner als 0, kann auch eine minus 999 sein. Aber wir haben drei States oder drei Dinger. Das ist immer das Schwierige, dieses Filtern. Das heißt, wir machen TCP. Müssen den nicht. Wie gesagt, brauchen wir das gar nicht. Wenn wir den direkt checken können. TCP ist. Minus 1. So, wir gucken, ob der größer, gleich oder kleiner als minus 1 ist. Genau. Wenn er kleiner ist, sleep ein Jump 0. Dann können wir gleich den nächsten holen. Ne? Das heißt, minus 1
Nee, das heißt minus 999. Das braucht man nicht. Haben wir das schon mal raus. Wenn er größer ist, heißt es ist eine 1. Nee, kann eine 0 oder 1 sein. Und wenn's, ja genau, wenn es gleich ist, brauchen wir gar nichts machen. Also wenn es größer ist, dann checken wir. Ja, doof, das muss man doch nicht anschreiben dann. Sonst ist ja weg. Der nächste Wert könnte anders sein. Minus 1 heißt aber auch weitermachen. Also müssen nur gucken, ob der größer gleich 0 ist. Größer oder kleiner als 0 ist. Oder wir gucken hier. Ist es less than 0? Weil dann brauchen wir nichts machen. Gar nichts. Bei less than 0, das war's. Ja. Dann kann ich einfach zurückspringen. So. So, und jetzt haben wir t equals 0. Wissen aber noch nicht, ob es equal ist. Sollen wir doch TCP machen. TCP 0. Wenn es kleiner als 0 ist, macht das. Wenn es größer als 0 ist, muss es eine 1 sein. Das weiß ich aber nicht, was da kommt. Dann kriegen wir eine 1 und dann kriegen wir eine 0, eine 2, eine 0, 1, 2, um zu wissen, was da ausgeschaltet werden muss. Mal auf der einfache halber machen wir das mal so. Ich bin gerade so überlegt, weil wir wissen ja, welche Werte wir hier brauchen. Ja. Das heißt, wir können auch einfach, was ich meine. Wenn es 0 ist, im Account wird er die Zahl halten, die hier rein muss. Und das kann sein 1, 10, 11, 100, 101 oder 110. 111 oder 110. So, das sind die möglichen Werte. Schreiben wir die hier mal rein, falls wir das vielleicht doch brauchen. Aber eigentlich können wir auch eigentlich, wenn es plus ist, wir kriegen ja eine 0, eine 1 oder eine 2 danach. Wir könnten jetzt hier praktisch 1 0, 1, 2. Ne? Und dann machen wir das so. Das benutze ich nur zum Übersetzen. Ah, müssen wir wieder an der Seite. Wie kacke ist das? Daten machen das richtig schön.
synchron hier. Und zwar machen wir das so, der springt, wenn das der Fall ist. Oder nee, eigentlich kann er hier schon direkt. Das kann er immer machen. Move. X0 an X31. So, und zwar sagt er ihm hier, wenn es eine 0 ist, spring dahin. Wenn es eine 1 ist, spring dahin. Wenn es eine 2 ist, spring dahin. Richtig? So. Das macht er immer. Egal, ob es Plus oder Minus. Wenn es jetzt Plus ist, das heißt, es ist größer als 0. Dann add x1. Fies wäre es jetzt, wenn sie die Dinger anschalten, obwohl die schon an sind. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es noch nicht, dass es nicht ist. Ich hoffe, die schalten nur an, wenn die Power auch aus ist. Hier müssen wir nämlich noch einen Zähler einbauen. Das ist 5. Add 1. Ansonsten sub x1 und skip es. Move. Account nach x2. Simple as that. Und schlaf ein. Mal einfach mal gucken, was jetzt passiert. Bin mir nicht sicher. So, ist nicht größer. Jump 0. Jetzt kommt minus 1. So, ja. Mach jetzt nicht das Auto aus Ding, ne? Also minus 1 wird da oben auf jeden Fall gefällt. Jetzt kommt eine 1. So, auf. Auf jeden Fall 1 rüber. Ach, der hat ihm eine 1 geschickt. Okay, also den mittleren. Genau, kam noch eine 1. Den haben wir jetzt auch schon gelesen. Jetzt fügt er 1 hin, so. Hä? Scheiße. So, jetzt nochmal. Zack, move den an den Zähler an die Stelle vom mittleren Power, was 10 wäre in meinem Wert. Lies die 10 aus und fügt sie dem Account hinzu. Schieb den Account raus. Schlafen. So. Neu zu hören. Es kommt noch an. Zack. 110. Bang. Jetzt haben wir die beiden an. Jetzt kommt eine 0. 100 abziehen. Bang. Jetzt kommt alive, 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 alive. Jetzt kommt an. 11. Ja. Jetzt sind alle an. Ja, 111. Und jetzt müssen wir den Zähler haben, dass alle ausgehen. Ne? Das fehlt jetzt noch.
Aber das funktioniert schon sehr gut. Weiß nicht, wie viel X-Plus hat das Ding? Power XX? Der hat auch nur 4. Und dazu noch 2 Power. Aber voll doof mit dem 5-mal zählen. Also wenn wir 5 mal nichts gehört haben. Jetzt kommt ja auch kein Input dann zu der Zeit. Ich frage mich, ob wir jetzt stumpf sind. Können wir den nicht an 2 Stellen auslesen? Weiß ich nicht. Jetzt greift ihr den Wert ab. Könnten den ja vorschalten. Weil 2. Die ist nicht mehr hübsch. Naja, wohl, das könnte doch hübsch sein. Den so malen. Ne? Der füllt dann einfach vor, hier kommt nichts an, wenn das. Oder wenn es 5 mal minus 1 ist, dann schickt er ihm eine. Serie von Nullen. Ich hoffe, ich habe 3 Dinger, die auszuschalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann move account nach x3. Der filtert nur die minus 1 heraus. Wenn das der Fall ist, add 1. Equals 5. Account ist 5. Ne? Dann move.
0 nach x3 hof und zu viele Pakete. Immer positiv bleiben, ja? Solange kein größer als 0 ist. Schick. Move. Account x3. Shit, ich muss das kleiner. Ich brauch den im Account. Ne, ich brauch den nicht im Account. Minus 1, Move Account. Was nicht der Fall ist. Ne, das geht nicht. Da muss man einen Account stellen. Account, wenn es 1 ist, mach füge 1 zum Account hinzu. Dann check, ob wir jetzt bei 5 sind. Wenn wir bei 5 sind, sub 2. Ich glaube, wäre aber besser, hier einen größeren Chip einzusetzen und günstiger. Halt schön, wenn man das hier so vorfiltern würde. Aber da ist schon so viel Code drin, da. Ich überlege jetzt, wenn wir schon 5 sind, ziehen wir 2 ab und zählen von 3 runter. Sub 3 eigentlich. Ich müsste hier nur dreimal loopen, dann. Das klappt nicht. Ja. Und hier müssen wir einfach nur ein einfaches Move nach rüber. Nee, wir bauen einen großen Chip ein. Mehr Platz. Schade. So, wo man da? Der ist okay. Der ist nicht okay. So, dann müssen wir noch umschalten. So, DCPX0, ne, X1. X3
x1 nach x0, damit er den nach x2, dann fügt er x0 hinzu, das ist die Daten. Ansonsten wird er 0 abziehen. Wir können nach x3. So. Testen. Das funktioniert soweit bis auf Abstellen. So. So, wenn das nicht der Fall ist, dann Count to that. No? Kann man die swappen nochmal? Mit Swap? Nix. That. So, wie fahren wir, wie viel Ergebnis, weiß ich nicht. Dat. All registers are available with no microcontrollers. Oh mein Gott. Ich glaube, das war ziemlich zu Anfang dieser. Register. Dat is second register available on bla bla bla. Can we use the most context where ACK is permitted? Ja, weil alles, was berechnet wird, wird praktisch bauen wir hier so einen Zähler ein. Okay, also sobald hier unten was stattfindet, wird der Count sowieso hier runter zurückgesetzt, ne? Oder wird der Zähler zurückgesetzt? Das heißt, wir können einfach wenn er bis hierhin kommt, dann können wir auch machen that into account, ne? Richtig? Move count into that. Move zero into account. Sind wir leider schon voll. Mal der Platzmangel. Das ist der kehrzeitige Start aus. Und wir können hier einen Jump End machen. Dann nehmen wir das hier End. Dann soll nur noch schlafen. Jetzt haben wir zwei Zeilen.
Add 1. Oh, scheiße. So knapp. Achso, das brauchen wir hier. Warum ist das denn hier drin? Wir haben so viele, sehr viele Zeilen frei gemacht. So, wenn das der Fall ist, wenn er. Nee, nur wenn er. Ist greater als. Den auf jeden Fall amerikanisch. Und dann haben wir keinen Zähler mehr. Ne. Okay, wir können auch einfach T equals. Minus 1, das ist einfach die erste Abfrage. Oh, wenn das minus 1 ist, hier fehlt mir noch was. Fehlt mir eine Zeile, die habe ich aus Versehen gelöscht. Greater than null. Wenn das nicht der Fall ist. Das alles sparen, ja. Sondern anders einbauen. Das geht als null. Ich habe mir gerade mal so überlegt, ich kann ja auch wieder auslesen. Und zwar. Genau so machen wir das. Kacke auf all das. Ach nee, doch nicht, den brauchen wir. Nur zurücksetzen hier am Ende. Equals minus 1. Add 1. Das können wir gleich vorweg filtern hier. Add 1.
then when the count equals 5, move 0 now x3. So. Und sonst machst du, jumpst du nach unten und schließt erstmal eine Runde. Ist das nicht der Fall? Wie kann man das denn schreiben, dass sie etwas kleiner ist als 0, aber größer als minus 0,0,0? Ich muss hier oben malen. Muss auch positiv sein. Is less than. Muss auf jeden Fall dann in den Account schreiben. Ja, das ist scheiße. TCP. Der wird da unten eh nochmal. Ja, unten so. Wir sollen hier feiern, der Country. Geht kein Weg dran vorbei. Definitiv x1 in Account schreiben. Minus 1 haben wir das. Jump end. Ich darf einfach noch einen Chip haben. Das so. Pass mal. Machen wir erstmal das, weil das ist einfacher. Wenn ich kaum größer ist als minus 1. Ne? Wenn nicht, jump. Größer ist minus 1, dann schick Account, ne, dann schick x1, dann kommt wieder die Nummer an 2.
Da müssen wir testen. Ist die Count größer als 0? Wenn ja, add ein, ansonsten sub das, was zurückkommt. Ne, machen wir so, move. Schreibt das in den Account. Und anschließend, jetzt kommt der Trick, add x3, dann lesen wir nämlich aus, was gerade an ist. So. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir versuchen hier. Und schicken es dann zurück mit den geänderten Werten. Das heißt, dann brauchen wir das, ne? Das brauchen wir für beide. Target less than 0 is. Wenn das der Fall ist, kleiner ist Jump End. Ansonsten schickt die Dings raus. Was zurückkommt, schiebst du in den Account. Wenn es größer ist, musst du nichts machen. Account. Und normalerweise wird das hier überschrieben. Account equals 0. Negate. Gibt's kein Negate mehr? Oh. Echt nicht? Not machen, add sub multiply. No.
genau das anders. Und Move diese drei in den Count. Dann haben wir entweder wenn das nicht der Fall ist, dann edit es. Und wenn es der Fall ist, dann sub x3. x2. Nee, x0. Set das, was zurückkommt hier durch den da. X2 Set Sailor. Jetzt lesen wir das gerade den derzeitigen Status aus. Und dann subtrahieren wir oder adden wir X0 und schicken den Account wieder raus und dann setzen wir ihn auf 0 zurück. So, jetzt kommt der Fall, wo es weniger. Als 0 ist. So. Equals. Add ein. Ah, scheiße, was hier. Ja, voll. Mal gucken, was bisher passiert. Nein, er ist weniger als 0. Sleep. Jump in, ist weniger als 0. Und? Ah, jetzt kommt die 1. Ne, immer noch nicht. Kommt erst da hinten. Jetzt haben wir eine 1 drin. Jetzt schick das rüber. Auf X3 nach Account. Ist noch nichts an im Moment. Das ist 0. Ja. Na super. Die Abfrage muss vorher sein. Bevor wir das in den Account schieben. So, jetzt. Schick den da rüber. Ist 0. Add x10. Auf Account raus. Läuft der? A1. Ja, nee. Hat er nicht auslesen können, hat er? Und haben wir eine 0 zurück. Aber hier ist jetzt ein, da ist jetzt nur 1, ne? Move x3 nach Account. Ne, ich schicke nur eine 0. Das können wir nicht auslesen, nur wenn das hier eine Stromquelle wäre. Das geht also nicht. Doof. Das mit dem Zähler nicht hin.
Soll ich mal das hier lieber kleiner und pack das in den Lütten und dann habe ich den Zähler davor mit 3000 Zeilen Code oder so. Also, das bin ich jetzt frustriert. Hier so ein Ding. Nur fürs Zählen der minus 1. So. Kleinen hinsetzen, der muss ja nicht so viel machen. Davon. Wir wissen, dass das schon eine Zahl ist. Aber wir müssen nur gucken, ob das größer als 0 ist. Ah, shit. Okay, egal. Größer als 0. Dann haben wir Move. Nächsten, der kommt nach X2, für die Daten gekommen. Ist es größer als 0, dann add X1. Ist es nicht größer als 0, sub X1. X0 hin. Dann nur die minus 1 aus. Ja. So, Hof 0. So, jetzt kommt jetzt eine ganze Serie. X2 und X3, vielleicht durchreichen. Ob nicht Mox. Oh, das ist ein Befehl, ne? Versteckte Befehle. Noch eins. Das an.
Oh. Die Null tut noch nicht. So falsch. Ah, shit. Ist aber größer als 0. Kommen ja keine minus 1 mehr an. Ja, schon besser. Ja, wir werden so eine minus 1 Geschichte machen. So, das haben wir Toast. Okay. Und so Target ist größer als minus 1. Target equals minus 1 kommt jetzt. Alles Target Me equals minus 1. No? Add 1, komm mal schon mal. Dann machen wir so, Account is less than 5. No? Oh ne, das kommt auch hin, das kann auch sein. Das ist ein Account, das den Account. Größer als 5 ist. Ja. Also wenn es nicht mehr weniger als 5 ist. Muss immer minus bleiben jetzt. Wenn es nicht mehr weniger als 5 ist, dann müssen wir jetzt abschalten. Ist ein internes Command auf. Oh, zero not dead. So.
wenn dem nicht so ist, dann move that nachher gone. Ja. Und hol dir den nächsten mit. Brauchen wir nichts mehr hier jumpen. Der ganze hier ist nachträglich. Nicht vergessen. So, jedes Mal, wenn wir was rüber schicken nach rechts, dann schickt er setzt das auf 0. Ne? Klein Kill, Tage Equal. Ah, scheiße. Das Crater ist so. Einzige Zeit, wo die mal eine minus 1 kriegen. In dem nicht so ist. Auf 0 nach x3. Erwartet ja zwei Werte. Will nicht zu oft vorkommen. Noch auf den Code, aber ich will das jetzt erstmal zum Laufen bringen. Auslesen, dann muss ich jumpen. Also. Jump 0. So.
egal jetzt. Also wenn es größer als 0 ist, dann spring add den und spring hier runter. Wenn es weniger als 0 ist, dann schick eine 0 raus und springen wir hier oben hin. Und ansonsten subtrahier das und schick den Account raus. So. Ah, dann mache ich es hin. So, 99. Nie, wir sind nur. Bin auch bekloppt. So, wenn es nicht größer ist, ist less than minus 1. Das muss hier unten hin. Ansonsten schieb das raus. Setz das zurück. Ist nicht less, das zurückgesetzt. Was? Into account, add ein und dat. Entschuldigung, das wird gleich alles offensichtlich. So, halt viel Kopf. So, Tages ist nicht größer als minus 2. Dann schickt den dat in den Account, add einen und move den Account in dat. So, dat jetzt. Nicht weniger als 5 ist, dann hätte er weitergemacht, ist aber noch nicht. Also. Ah, shit. Das dürfen wir hier nicht machen. Irgendwo positiv ist, dann move 0 in dat. Jetzt hat er einen drin. Jetzt hat er nochmal. Jetzt hat er minus 1, also schickt er, setzt er den zurück, den dat. Jetzt hat er minus 99, jetzt fügt er einen hinzu. Jetzt hat er wieder eine minus 1, jetzt setzt er ihn wieder zurück. Okay, das tut nur. Und hier jetzt. Minus 90. Zack, ein in dat. Zwei in dat. Drei in dat. Vier in dat. Fünf in dat. Move minus 1, 6, 3. Alle aus. Zack. Dann geht weiter. Jetzt haben wir aber dat 6. Das ist nicht gut. Oh, das macht nichts. Der bleibt einfach aus. So. Jetzt haben wir 1 im Account. Zack. Und dat ist zurückgesetzt.
Shit. Sind den auch noch zurücksetzen. Ja, man, das hier gleich vorne vor ist halt. Hier wird nicht gejumpt. Das ist ja nicht der Fall. Wir haben jetzt minus 1 drin, ne? Ich will den nicht in den Garten ziehen. Muss ich den zweimal schicken? Hilft nicht. So viel extra, alles wegen diesem minus 5. Drei Viertel der ganzen, des ganzen Codes ist für diesen Zähler von 5 mal. Das ist voll nervig. Ja, muss ich zweimal schicken, hilft nichts. Ist nicht größer als minus 1 ist. Das heißt, wir müssen das hier alles zweimal schicken. Wahrscheinlich total heftig kackig. So, das war der erste Check. Jetzt kommt der zweite Check. Greater than 0. Wenn es nicht größer als 0 ist, dann subtrahier den. So. Egal, klicken wir mal. Mann. Brauche ich auch noch einen großen? Für die scheiß 15? Oh. Ich will das jetzt endlich mal laufen sehen. Also ich habe jetzt irgendwie keinen Nerv mehr. Dass mir immer der Platz fehlt. Thank you.
Genau, einfach. Move zero in account. Jump ein. Dann bleibt mir aber ein Schieben über hier. Aber bei dem hier brauche ich auch nicht zweimal. Zero in Account, Jump 1, Move Account raus. So. Alles zurückgesetzt. Hier muss aber immer noch zweimal schicken. Einmal für den Test und einmal für später. Super. Soweit so gut. Kommt nur eins. Die geht raus. Ah, super. Egal, der muss sich nur zurücksetzen, wenn es wieder hochgeht. So wie jetzt. Oh, wahrscheinlich viel zu schlimm. So schlimm, wie ich dachte. Also ein Power gerade so bei allen drüber. So, wo kann man hier noch kürzen? Also, das gefällt mir überhaupt nicht mit zweimal Account rechts. Hier die Abfrage kacke ist. Wir können das ans Ende setzen. Ne? Tagesgröße halt 0. Das so machen. Ne? Dann wäre minus der Fall. Move zero in the count. Muss nur hier dann immer jumpen. Und sonst hätten wir das Sub. Aufpassen. So müssen wir es eigentlich erwischen. Das sind dann nur hier, wenn man einen zweiten Wert hinterher schickt. Und
dann vielleicht auch nur bei 5. Setzen wir das hier oben hin. Überspringen wir wieder ein paar. Und wir brauchen hier nur noch einmal schicken. Hoffentlich. Einser. Das funktioniert. Zähler nicht hoch. Super. Achso, ja, weil ich die Anfrage vorher gemacht habe. Shit. Machen wir es mal so. So, das so. Bringt er hier gleich raus. Zählt er wieder. 4. 5. Minus 1. Zack. Alle aus. Eigentlich wesentlich besser sein hier. Ja. Weniger Power, weniger Cold. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Und die Teile sind noch nicht teuer. Das ist insgesamt, das ist 2 und 1, das sind 3 Yen. Wir müssen das hier irgendwie kleiner hinkriegen mit dem Zähler. Ich finde das, warum ist das so kompliziert? Das muss so einfacher gehen. Ich würde das nochmal um den Tisch schreiben. Also hier wissen wir, wenn wir eine minus 1 schicken, ist 0. Oh ja. Wenn das minus 1 ist, dann move 0 in that. Hey, it's greater than. Weil da move 0 in Dart. Ne? Auf Dart müssen wir ja gar nicht rechnen. Nach Dart sparen wir uns auch dieses Hochzählen.
Wenn das nicht der Fall ist, add ein. So. Das ist nicht der Fall. Wenn das nicht mehr kleiner ist als 5. Minus 1, 6, 3. Fertig. Was? Nochmal fallen. Jetzt muss halt minus 1. Wenn das der Fall ist. Erstmal das. Größer als minus 1, move. Datei x3 einfach durchschicken. Jump end. Aber ich kann da gerne noch testen, den nächsten. Wenn jetzt jetzt kleiner als minus 1 ist, dann das. Gut. Nicht gut. Achso. Das nein, sorry. Ich glaube, das kriegen wir bald in den kleinen Hallen, oder? Oh, oh, oh! Wir kommen langsam hin. 465. Das ist wahrscheinlich schon voll überlege. Machen wir es mal so. TCP.1. Wenn es größer ist als minus 1, mach das. Ja. Wenn es kleiner ist als minus 1, mach das.
Müssen wir hier aber noch einen Jump reinkriegen. So viel geht rein, ne? Auf jeden Fall inspizieren. Wir müssen auf jeden Fall in Dutch schreiben. Wir müssen es da rein haben fürs Evaluieren. Ja. Muss er den Wert durchschicken. Wenn es nicht größer als minus 1 ist. Oder gleich. Dann füge einen hinzu. So noch weniger als 5. Das kann man geschweige denn machen, das muss er nicht mal überprüfen. Das muss man auch nicht jedes Mal machen. Das kann eigentlich nur da vorkommen, das kann er dann besser überspringen, aber nicht arbeiten. Jetzt habe ich's. Ach nee, doch nicht. Was müssen wir hier machen? Oh, mindestens eine Zeile. So, das ist das Beste, was ich machen kann. Das ist immer noch einer zu viel, ne? Und wir haben auch kein Dat, das können wir so vergessen. Vielleicht spart das auch ein bisschen Strom. Oh, ist sowieso verkehrt, ja. Null. Auf minus 1, so, alles klar. Weil er nicht zurückgesetzt hat. Sein wir schlafen ganz zu Anfang.
immer noch zu viele. Oh, super. So, doch nicht, könnte ich so machen. Ist greater als minus 2. So. What? Halt immer mehr Zeilen. Hier früher rausspringen. Das ist ja eigentlich Jump 0. Warum ist das hier drin? So, nochmal, wenn es jetzt größer ist, größer als minus 2. Wenn dem nicht der Fall ist, dann zähl hoch. Eine scheiß Zeile befinden. Wieder 5 gespart. Entschuldigung, Überlänge.
Ich muss eine Zeile daraus kriegen. Da wird Spaß. Ja, aber davon abgesehen, wir kriegen uns das, wir haben keinen DAT sonst und können das sowieso nicht mehr machen. Wir brauchen den großen hier. Ich denke mal, das ist as good as it gets. Lang genug jetzt. Gut, ich krieg's nicht kleiner hin. Immerhin die Zeilen und wir haben gute Power. Das ist natürlich, hätte ich auch ohne das Bauteil sowieso nicht geschafft. Mal gucken, was die sagen. So, sweet, can't be too careful when you make robots. Am I right or am I right? Learning some more casual style English from Joe. Er wird für seine Steife, er versucht an seiner Steife zu arbeiten und lernt ein bisschen mehr Umgangssprache. Umgangssprachliches Englisch von Joe, der Product Manager. So. You scared me for a second. Du hast mich da für einen Moment war ich beunruhigt, was mit dir los ist. Ja. Okay. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Bis dann.